Wir sehen sie überall, hier vor Bahnhöfen, vor Supermärkten oder in Einkaufsstraßen, Obdachlose. Eine Begegnung findet nie statt. Man gibt maximal das Kleingeld, was man noch in der Tasche hat. Und deswegen bin ich heute froh, dass ich Jürgen begegnen darf und er mich mit in seine Welt nimmt. 2 Jahre lang ist Jürgens Welt die Straße. Am Berliner Hauptbahnhof verbringt er Tag und Nacht mit Bier trinken, Schlafplatz suchen, überleben. Die Leute behandeln dich wie Dreck. Die kriegen mich ja nur an, hilft doch keiner. Ja, das war hier ein Tag schlimm, weil du weißt nicht, wo du pennen sollst. Du pennst nur im Freien. Und da gibt es keinen schlimmen Tag. Die ganzen Tage sind eigentlich scheiße. Jeder Tag ist scheiße. Jürgen wird eines Nachts von einer Sozialarbeiterin regelrecht aufgelesen. Sie bringt ihn in einem Wohnheim unter. Der 59-Jährige hört sofort auf zu trinken, ergreift seine Chance. Doch warum hat Jürgen die Kontrolle über sein Leben überhaupt verloren? Die Abwärtsspirale begann, als Jürgens Chef plötzlich in finanzielle Not geriet. Dann hat der Chef nicht mehr regelmäßig die Haltezahl. Die Rente ging dann ab in den Keller. Da waren wir eine 500 Euro Rente. Dann war ich 12 Stunden arbeiten, da habe ich dann 600 Euro verdient. Das war ein Witz. Vorher habe ich doppelt so viel gehabt. Dann hat er nicht gezahlt und dann habe ich kein Geld. Dann habe ich mir damals, umgezogen in eine neue Wohnung. Da habe ich mir eine Einbauküche gekauft für über 10.000. Und dann konnte ich die Rate mehr zahlen und dann ging es los. Schulden. Ja. Wie lange warst du auf der Straße? 2 Jahre. Warum hast du es nicht wieder zurück geschafft? Was war so? Ich hab's geschafft, aber Lena hätte das nicht. Also so. Es ist schwierig, wenn man keine Papiere in der Stadt hat. Wo soll man hin? Eine Wohnung kriegen? Funktioniert nicht. Mehr. Man kann auf der Straße sitzen, ein halbes Jahr und dann, naja, 7 Morgen ein. So einfach ist das nicht. Man muss irgendwo hingehen. Hier im Wohnheim kümmern sich Helfer um ehemalige Obdachlose wie Jürgen. Aber er muss auch selbst mithelfen. Und zwar in der Suppenküche. Jetzt soll er die Menschen mit warmen Mahlzeiten versorgen, zu denen er selbst bis vor kurzem noch gehörte. Und obwohl er Küchenarbeit hasst, fühlt sich Jürgen plötzlich gebraucht und nicht mehr nutzlos. Nachdem er monatelang in der Stadtmission gezeigt hat, dass er arbeitswillig ist, die große Überraschung. Er bekommt einen Arbeitsvertrag. So richtig mit Lohn. Ich sage, ist das euer Ernst? Ja, dann bin ich rüber, dann ist der Chef mitgekommen, dann sind wir im Büro hoch. Ich sag, wollt ihr mir veräppeln? Hat sie mir da rüber geschaut? Ich sag, das ist doch wohl nicht euer Ernst. Ich sag, doch, und dann unterschrieben und dann Mutter fing es an. Ich dachte, ich stehe im Wald. Ich sag, hä? Dann hat sie angefangen. Dann war ich so, boah, sag, das ist ja besser wie 6 am Lotto. Arbeiten hat er mir altes Zeug, weil ich keine Ahnung hatte, immer alles ruhig erklärt, nicht rumgemickert war. Ich sag, wie groß ich komme. Ja! Ich sag, jetzt hat sie geklappt. Ich hab mal so viel Freude. Warum hast du es geschafft und die anderen nicht? Die wollten nicht. Die wollen nicht? Warum wollen die nicht? Was meinst du? Ja, ganz einfach. Die wollten immer welche drin, habe ich mal meine Sozialarbeiterin erfahren. Wenn welche auf der Straße leben, etliche Jahre, die wollen sie von keinem Vorschrift machen lassen. Ich habe ja schon viele gesehen, die leben irgendwo im Dreck. Das ist doch kein Leben, da kann ich auch sterben. Nee, die wollen nicht. Was wünschst du dir? Ich habe nur noch einen Wunsch, dass ich irgendwann die nächste Zeit nicht, aber irgendwann eine Wohnung kriege. Und dann, aber ansonsten nicht. Jürgen hat eine echte Chance, dauerhaft aus der Obdachlosigkeit rauszukommen. Was hast du für einen Eindruck von Jürgen? Wie erlebst du den hier? Also ich finde, der ist ein ganz besonderer Mensch, wie viele Menschen, die hier tagtäglich uns begegnen. Das Tolle an ihm ist, dass er wirklich mit eigener Kraft den Weg aus dem Alkoholismus raus geschafft hat, dass er gesagt hat von einem Tag auf den anderen, ich höre jetzt auf zu trinken und das auch geschafft hat. Die Kraft haben nicht alle, er hat das wirklich durchgezogen und dass er sich natürlich auch mit der Arbeit in der Küche eine neue Lebensgrundlage geschaffen hat. Diese Demut, die hat mich unheimlich berührt. Also diese Demut, ein Zimmer zu haben, ein Dach über den Kopf zu haben, sich das leisten zu können von seinem eigenen Geld und dieser Stolz auf diesen kleinen Job, den er hat. Das hat mich wahnsinnig berührt, ja.